Das große Duell ward geschlagen. Eik hat seinen größten Widersacher bekämpfen und siegreich aus dem Kampf hervorgehen können. Und sogleich machten sich die Helden auf, in das dritte Geschoss vorher vorzupreschen. Bei Let's Play Fire Emblem 10 im Finale. Wie langweilig. Ich kann keine Gegner in der Nähe spüren. Ich weiß, ich könnte euch eine Geschichte erzählen. Was für eine Geschichte? Eine Geschichte aus alten Zeiten, lange bevor die Großeltern von euch auf dieser Welt lebten. Eine Geschichte von Adam und Eva. Als diese Geschichte gerade zu diese Welt gerade zu existieren begann, gab es erst nur Wasser, bis eines Tages ein meine drei Göttinnen erschienen, Dien, Farore und Nein, das war ein anderes Spiel. Ein Mädchen erschien. Dieses Mädchen war sehr klug und es schuf das erste Land, dann Bäume und Blumen, schließlich Lebewesen. Die Sage von der Schöpfung der Welt? Kenne ich schon. Weckt mich auf, wenn die vorbei ist. Los, Sarah, wir gehen und eine Runde aufs Ohr legen. Genau. Das Mädchen wart ihr, Juni. Stimmt's? Oder redet ihr von Ashera? Wir waren es beide, irgendwie. Und eigentlich auch keine von uns. Zuerst war das Mädchen ganz erfreut über seine neue Welt. Und in seiner Freude machte es sich keine weiteren Gedanken. Doch dann begann es sich einsam zu fühlen. Jedes Lebewesen, was es erschaffen hatte, unterschied sich von ihm. Kein einziges war in der Lage, das Mädchen wirklich zu verstehen. Und so war es allein und wurde Tag um Tag trauriger. Tausende von Jahren weinte es. Doch dann begannen einige Lebewesen zu wachsen und sich zu verändern. Sie wurden immer intelligenter und klüger, bis ich heraus erwuchs. Sie versuchten, das Mädchen in seiner Traurigkeit zu trösten und standen ihm bald sehr nahe. Das war die Geburt der Tsunanma, Montezumas Rache. Sie sind eure Vorfahren, die Ahnen der Björk und der Lagus, die Vorfahren von allen. Also ein Urvolk. In Binyor wird gelehrt, dass die Tsunanma menschlich, dass sie die Vorfahren der Björk waren. Da frage ich mich, was noch alles in meinem Land bis zur Unkenntlichkeit verzerrt wurde. Vielleicht wurde die Wahrheit einfach missverstanden, so wie mich auch alle als dunklen Gott bezeichnen. Aber ich war noch nicht fertig. Die Tsunanma beteten das Mädchen als ihre eigene Göttin an. Sie sagten, dass der Glanz ihres Haares glich dem ersten Licht des Morgenrots, und so benannten sie sie danach. Moment, Bund der Morgenröte. Ah, das ergibt Sinn. Sie nannten sie die Göttin der Morgenröte. Sie war eine von allen geliebte Göttin. Die Göttin der Morgenröte? Die Tsunanma entwickelten sich fort und veränderten sich. So entstanden im ganzen Land viele Rassen und Stämme. Ihre naturgemäß nahm jede Rasse an, dass ihre eigene den anderen überlegen sei. So entstanden Konflikte. Die Göttin versuchte, die Tsunanma wieder zum Frieden zu bewegen, doch nichts hielt ihre Kriege auf. Sie gaben den Streitenden in einem Versuch, sie voneinander zu trennen, neue Namen, Lagus und Björk. Doch dadurch wurde der Zwist zwischen den Rassen nur weiter entfacht. Was Namen so alles bewirken können. Und dann kam es zur großen Flut. Die Göttin wollte all den Kämpfen nur ein Ende setzen. Aber ihre Macht war so groß, dass die Flut alle Kontinente versenkte. Alle, bis auf Tellius. Seid ihr sicher, dass es so gewesen ist? Eure Geschichte unterscheidet sich sehr von der, die uns allen erzählt wurde. Bei den Björk-Völkern gibt es nur ein verworrenes Märchen über den dunklen Gott, der eine Katastrophe hervorruft. Da hat wohl jemand die Bibel falsch geschrieben. Keine der Rassen scheint eine genaue Vorstellung von der Geschichte zu haben. Doch wo wurde sie so entstellt? Da steht uns noch jemand im Weg. Ich habe das Gefühl, dass er es uns vielleicht erzählen kann. Wer könnte uns... Vater. Was? Mein Vater. Hinter jenen Türen wartet mein Vater auf uns. Oh oh. Der Vater gegen den Sohn. Diginci, König von Goldor. Angeblich ist er einer der drei, die den dunklen Gott, Yune, besiegten. Ashera hat ihn gesegnet. Doch das ist nicht alles. Es ist ein starker, mächtiger Segen aus uralten Zeiten. Ein Sieg könnte für uns nahezu unmöglich sein. Wir gehen alle zusammen rein. Es gibt keinen besseren Moment als jetzt. Alle zu sterben, oder was? Da können wir alle Händchen halten, während wir uns in Atome auflösen. Diese Situation hatte ich zu vermeiden gehofft, bis wir auf Ashera treffen. Am liebsten hätte ich es ganz vermieden. Aber sie lässt mir keine Wahl. Ich gebe euch Yunis Segen, den Segen der Göttin des Chaos und der Freiheit. In ihrer natürlichen Form haben Angriffe von Sterblichen keine Wirkung auf göttliche Wesen. Als Ashera auszog, mich zu besiegen, sammelte sie ihre stärksten Krieger um sich und gab ihnen von ihrer Kraft ab. Das nennt man den Segen der Göttin.
sie segnete die doppelten Klingen der Schwertkämpferin der Björk, Altina. Auch der Laguskrieger Soan und der Anführer der Drachen, Deginzi, wurde von ihr gesegnet. Damals verlor ich, doch diesmal wird alles anders. Ich werde Asheras Tricks verwenden und nicht besiegt werden. Ihr solltet euch alle etwas Zeit nehmen, euch so vorzubereiten. Björk, rüstet euch mit euren besten Waffen aus. Ich fange an, wenn alle bereit sind. Okay, jetzt kündet also das, worauf ich vorbereitet ward. Jetzt ist nur die Frage... Moment, ich muss mal gucken. Also, wir... Ich gucke jetzt mal. Also, wir geben erstmal kurz was ab. Und zwar erstmal das hier. Und dann schaue ich nochmal nach. Ob ich denn noch mein letztes Waffengedöns benutzen könnte. Wenn ich denn mal dort... Ah, die Waffenglut. Und jetzt Ja, ich glaube, das ist richtig. Ja. Sehr schön. Das müsste mein Waffenlevel genau in Stäben und in heiliger Magie auf maximaler Ebene sein. Das heißt, ich kann Rex Aura A verwenden und B, ich kann es... Das ist doch der beste, oder? S+, genau. Die S-Klasse unter allem. Sogar die Bonus-S-Klasse. Die von einem G-modifizierte S-Klasse. Okay, das heißt, mir wurde geschrieben, ich muss es auch ausgerüstet haben. Was ich jetzt gerade ehrlich gesagt überlegt habe, ist, ob ich vielleicht Matrona mit ihr mitgeben sollte. Ich wurde ja schon so ein bisschen darauf hingespoilert, dass hier irgendwas kommt. Aber leider Gottes... Habe ich jetzt nur einen Charakter und muss es überlegen. Habe ich mal... Ja, keine Ahnung. Rex Aura soll es dann also wohl oder übel sein. Das heißt, wir nehmen nochmal aus dem Vorrat die andere Lichtmagie... Obwohl, es macht, glaube ich, nicht viel Sinn, das zu tun, wenn Rex Aura besser ist und stärker. Und geiler, ach, was soll's. Ich nehme es einfach mal mit, um mal zu gucken, was denn dann los ist. Okay. Das heißt also, ich muss jetzt an dieser Stelle meine Waffen irgendwie... umherdingsern. Jetzt ist, naja, ich könnte überlegen, ob ich noch ein drittes Schwert mit Hilfe von Lord Ike segnen lasse, was ich jetzt gerade nicht tun könnte. Oder irgendwas anderes. Ich denke, Sophie wird Trent ausrüsten. Peschkas ist natürlich auch eine tolle Waffe, aber 13, und ich kann sie werfen, 13 Treffer, 90. Aber der, wo ist es denn? Das Basalat ist 18 und Treffer, 115 Crit. Ne, dann nehme ich das hier. Aber mit Wonne. Sanaki. Ah ja, stimmt, die Sehnsucht muss ich noch verteilen. Sanaki hat das Königsfeuer, welches ein Gewicht von 13 hat. Uiuiuiui. Ich glaube, ich werde ihr doch wirklich sämtliche Stärke-Items geben, damit sich das auch lohnt. So, jetzt Vorrat. Kann ich nicht tauschen? Ich gebe das erstmal ab. Okay. Kotnaga brauchen wir nicht. Mikaya hat. Ike hat noch nicht. Braucht es nicht. Darahan könnte seine Silberaxt veredeln. Du bekommst, wo haben wir es denn? Ausrüsten, nicht den, habe ich das? Rex Calibur ist, glaube ich, derjenige, welche, okay. Oscar. Ja, der Silberbogen ist aber, glaube ich, Silberbogen. Die Silberlanze wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Wahl. Mr. Boyd hat bereits Urwan angelegt. Das soll er dann auch gerne behalten. Du hast den Doppelbogen bereits angelegt. So, ausrüsten, wir nehmen, Nibukati war das Teil, genau, wir nehmen Nibukati. Tiban braucht nix. Hat... Das Kriegerschwert wäre vielleicht noch eine ganz geile Idee. Oder? Oder das könntest du auch tragen. Oder die Kriegerlanze wäre auch eine geile Idee. Dann mache ich folgendes, glaube ich. Steifteil? Moment, 19, 10, aber... Gewicht. Ich nehme die Kriegerlanze, weil Kriegerlanzen sind toll. Viermal treffen ist dann vielleicht besser als der Schaden, der dabei rumkommt. Zumindest in der Hand eines starken Typens. Du kannst nichts ausrüsten. So, Edward. Ich kann, glaube ich, nur lediglich den Kalderblock mit ihm ausrüsten. Das werde ich dann auch mal tun. Okay, dann machen wir das, glaube ich, wahr, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, wenn ich das denn nochmal rauskriege, wo es denn gewesen ist. Also, die Kriegerausrüstung noch ein bisschen mit verbreiten. Wobei, ich... Habe ich noch einen gescheiten Heilstab, den ich... Aber du hast, glaube ich, keine hohe... doch, einen Stab auf S. Einen S-Stab könnte ich wunderbar, glaube ich, hier benutzen. Okay, Kalderblock hast du. Wo war denn jetzt mein... Ah, da ist das Kriegerschwert. Okay, dann tausch du mal mit Ike und dann gib ihm das Kriegerschwert. Du nimmst das hier einfach mal. Gut. Dann gehen wir kurz zu Ike rüber und rüsten... Was ist eigentlich besser? S plus 18, 80, 5, 20, 1 bis 2. 18, 80, 5, 20, 1... das eine Schwert ist gar nichts und das andere Schwert ist S plus.
Hat es irgendeine Auswirkung, je nachdem, was ich hiervon benutze? Ich weiß es nicht. So, benutzt das mal. Gut. Ja, ansonsten Kriegerlanze habe ich. Silberaxt, was Besseres wüsste ich jetzt auch nicht. Ansonsten denke ich, wir haben soweit alles Gute ausgerüstet, was wir denn bräuchten. Die... Moment. Vorrat. Wir geben irgendwas ab. Ja komm, das Ding hier. Und wir nehmen uns jetzt nochmal die fette Lanze, wenn ich sie denn irgendwie mal finden sollte. Sehnsucht. Gut. Das hätte ich nämlich sonst vergessen, beinahe, glaube ich. Und die rüsten wir mal aus. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles. Jetzt hat, glaube ich, jeder Charakter irgendeine super tolle Waffe in seinem Portfolio, welche er sie es damit nutzen kann. Eine zweite super tolle Mega-Axt habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich gucke nochmal in den Vorrat hinein. Was für einen Tarvos hätte ich noch? Aber die kann nur Nolan benutzen. Ansonsten wäre noch ein Tomahawk vielleicht ganz nett. Zum Werfen. Oder ein Hammer vielleicht. Keine Ahnung. Ich glaube aber, der Rest müsste eigentlich gut genug sein. Was müsste das? Ach, Moment. 16 und 80. Jetzt gucke ich nochmal, was den Tomahawk anbelangt. 16 und 8. Okay, die Treffer war... Wisst ihr was? Ich glaube, ich kacke auf eine Silberaxt. Ich habe eh noch, glaube ich, die eine oder... Nein! Nimm den Tomahawk. So. Und nun, ausrüsten. Einfach nur so eine Wurfwaffe, die in... Ja gut, sie ist um einen Punkt schlechter als diese Axt. Aber dafür, gut, etwas schlechter auch was das Treffen anbelangt. Aber dafür kann ich damit auf Fernkampfangriffe gehen und habe dann unendlich viele Aufladungen davon. Ich glaube, das ist... Das, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz durch. Ich könnte im Moment noch Elinchia verwenden für irgendwas. Ah ja, genau, einen Halsstab vielleicht. Einen Halsstab. Ich gucke mal ganz kurz, was ich da noch im Vorrat habe. Ob ich da überhaupt was im Vorrat habe. Pflege, 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 Erholung. Moment, ich könnte die Schmiede vielleicht. Das wäre auch was. Schweigen, Schlaf, Rettung. Ah. Das Purgativ ist natürlich auch nett. Erholung. Der die gesamten KP wiederherstellt. Also Purgativ wäre vielleicht noch so das Schlechteste, was ich da mitnehmen könnte. Die Schmiede brauche ich, glaube ich, dann gar nicht mehr. Ja, was soll ich denn auch schmieden? Ich mache einen kurzen Schnitt, guck nochmal nach, ob ich irgendwas noch habe an Stäben und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das Einzige, was ich sonst noch nehmen würde, anstatt des Purgativs, wäre irgendeine Schmiede. Wäre vielleicht die Schmiede, um irgendwas anderes nochmal zu verbessern oder was auch immer. Mir fällt jetzt gerade nicht wirklich was ein. Ah ja, vielleicht noch so ein Schlafstab oder sowas. Aber bisher, keine Ahnung, bisher wüsste ich jetzt nicht. Heilung mir dann doch vielleicht lieber ist, weil Elinchia ist ja auch schon Level 20, die kann ich dann als Fernheilerin quasi missbrauchen. Und ja, ich denke mal, das ist okay so. So, wir haben noch Infos, aber ich gucke gerade nochmal hier, ich kann, außer Items, ich kann jetzt keine Bonus-Experience oder sowas verteilen. Okay, dann gucken wir mal, was hier jetzt noch bei rumkommt. Geht es dir gut, Mikaya? Ja, alles in Ordnung. Und du, Sophie? Geht es dir gut? Bist du verletzt? Ich bin kein Kind, Mikaya. Wann endlich wirst du mich wie einen Erwachsenen behandeln? Zeig mir deine Hand. Was? Sieh dir deine Hände an. Sie sind zu groß. Und sie waren so winzig, als wir uns kennengelernt haben. Mikaya. Aha. Tut mir leid. Komm ich ungelegen. Commander. Schon in Ordnung, Ike. Wie können wir euch helfen? Ich habe mich ein bisschen umgesehen und Medizin gefunden. Da habe ich gedacht, ich schaue mal, ob jemand sie gebrauchen kann. Ich muss mich fertig machen. Für dich, Ike. Senpai. Hey, kein Grund zur Eile. Wir haben... Er hat mir gerade nicht zugehört, was? Das tut mir leid. Wie lange seid ihr schon mit ihm zusammen? Eine lange Zeit. Ich habe ihn getroffen, als ich mich in den Nebenstraßen von Iwasa versteckt hielt. Das war vor über 10 Jahren. Er war so dünn, aber sein Blick traf einen ins Mark. Ich frage mich, wie ein so kleiner Junge so einen Blick haben konnte. Eines Tages bemerkte ich, dass er in meiner Nähe stand und mich einfach beobachtete. Das machte er ein paar Tage lang. Dann habe ich meine Hand ausgestreckt. Er war vorsichtig, aber er kam näher. Er wirkte wie ein verängstigtes Tier. Und dann hat er seine kleine Hand, sich in meine gelegt. Es war erschütternd. Seine Finger waren so dünn und zerbrechlich. Danach habe ich ihn nie wieder losgelassen. Wir sind gemeinsam durch die Welt gereist. Egal wohin wir gingen, wir waren immer zusammen. Ich habe ihn zum ersten Mal auf einem Schiff getroffen, auf dem er sich versteckt hatte. Er sagte, er suche jemanden, der für ihn Familie sei. Er war auf der Suche nach euch, nicht wahr? Ich habe versucht, ihn zurückzulassen. In Crimea habe ich mich von ihm getrennt und bin mit einem Schiff nach Bignon aufgebrochen. Aber als ich Bignon erreicht hatte, brach der Krieg zwischen Crimea und Dain aus. Ich wusste, ich musste nach Dain zurück und ihn suchen.
aber ich konnte ihn nicht finden, daher bin ich nach Crimea gegangen. Aber dort habe ich ihn auch nicht gefunden. Nach dem Krieg haben wir uns in Dain wieder getroffen. In den Nebenstraßen von Evassa, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Ihr seid entgegengesetzte Wege gegangen. Als ich ihm sagte, warum ich verschwunden war, wurde er so wütend. Ich habe vorher noch nie so einen Gefühlsausbruch bei ihm erlebt. Ich kann nicht sagen, dass ich ihm das verdenke. Ich wäre auch fürchterlich erzürnt, wenn jemand, den ich liebe, einfach während eines Krieges durch die Länder reist. Und ich denke, er hat das Gefühl, verlassen worden zu sein, unterdrückt, bis er euch wieder getroffen hatte. Ich dachte, ich hätte die Grenze erreicht, dass ich nicht länger bei ihm bleiben konnte. Er wuchs jeden Tag, aber ich blieb gleich. Ich wollte nicht, dass er unter dem Fluch leidet, mit dem ich lebe. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das für ihn wäre? Ihr meint das Blut der Laguz? Dann wisst ihr also davon. Habt ihr das von dem Jungen, der immer an eurer Seite ist, erfahren? Soren? Ja. Ich denke, ihr beide wisst, wie man sich erkennen kann. Ja, er und ich sind Gezeichnete. Nehmt nicht diese Worte in den Mund. Ihr seid Lebewesen, so wie jeder andere von uns auch. Lebewesen. Ihr seid wie Yone. Ihr nennt Beok und Laguz Lebewesen. Was interessiert mich die Farbe eures Haars, eurer Augen oder Haut? Oder wie eure Ohren, Flügel oder Schweife aussehen? Egal wie lange ihr leben könnt oder welche Kräfte ihr besitzt, wir sind gleich. Am Ende sind wir doch alle Lebewesen. Sophie redet auch so. Die Zeit mit euch hat ihr verändert. Ich danke euch, Ike. Ich habe mich entschieden. Entschieden? Ich dachte, wir würden uns einfach unterhalten. Ich dachte, ich sollte vielleicht zu einem Ort, weit entfernten Ort reisen. Aber das werde ich nicht tun. Ich werde nach dahin zurückkehren. Egal was auch passiert, ich werde Sophie an meiner Seite haben. Solange er bei mir ist, habe ich nichts zu befürchten. Es scheint, die Gefühle zwischen euch beiden beruhen auf Gegenseitigkeit. Dies ist eine weise Entscheidung für Dain und auch für Sophie. Nun, dann gehe ich mal wieder. Darf ich etwas Medizin haben? Ja, das hätte ich fast vergessen. Lebt weiter, Mikaya. Wir brauchen euch und die Göttin in euch, um die Lebewesen von Tellius zu retten. Ja, ich weiß. Und wir kriegen... Oh, so ein Gespräch führt Elixier. Dankeschön, lieber Ike. Hoffen wir mal, dass Anaki was Besseres hat. Sergius war der schwarze Ritter? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist unfassbar. Wie war er in Bignon so? Er war die rechte Hand meines engsten Vertrauten. Sifihan! Herzog Belsis. Er war ein Held, der perfekte General und beste Schwertkämpfer von ganz Tellius. Er war nie etwas anderes als loyal. Aber er diente einem anderen Land. Ich frage mich, wie es Sifihan wohl geht. Ich glaube nicht, dass er zu Stein geworden ist. Auch wenn er von Lekain gefangen genommen und seines Amtes enthoben wurde, so wird er doch einen Weg gefunden haben, sich in Sicherheit zu bringen. Sigrun sagt immer, es gäbe keinen Meister der Arkankünste, der es mit Herzog Belsis aufnehmen könnte. Das stellt doch einen doch vor Fragen, oder nicht? Ike, sag mir nicht, dass du Sifihan verdächtigst. Nun, wenn man sich die Fakten ansieht. Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. Er würde mich niemals hintergehen. Es ist nett so zu denken. Aber wenn er nicht zu Stein wurde, muss er eine Botschaft von Yone empfangen haben. Also, wo ist er dann? Die Göttin ist nicht perfekt. Sie sagte das sogar selbst. Vielleicht hat die Botschaft ihn nicht alle erreicht. Ihr müsst zugeben, dass das eine schwache Erklärung ist. Belassen wir es dabei. Anderes ist im Moment wichtiger. Bitte lassen wir das. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe etwas für euch. Was denn? Nun, du bist ein Vertrauter, genau wie... Sifihan! Du musst überleben, also schütze dich da hiermit. Ein Söldner mit einem Vertrag, der ihn zum Vertrauten der Kaiserin von Benion macht. Wer hätte das gedacht? Aber ich danke euch, Sanaki. Gern geschehen, Ike. Und vielen Dank. Moment, hat sie sich darauf bestanden, dass die Kaiserin von ihm genannt wird? Pavis! Oh, cool! Was macht das? Es ist Lord Pavis. Mal sehen, ob wir noch eine Reise nach Pavis unternehmen können. In die Fähigkeit der Liebe. Ike, seht euch das mal an. Hey, wo habt ihr das denn aufgetrieben? Das lag im Turm. Ich dachte, das sollte ich euch zeigen. Das ist sehr nett von euch, aber ihr könnt es gern verwenden, wie ihr es für richtig haltet. Wirklich? Denkt ihr wirklich, ich könnte das verwenden? Oh, nicht so schnell. Ich denke nicht, dass es das Richtige für euch ist. Ich weiß. Ich habe nur einen Witz gemacht, Ike. Danke. Es ist ein sehr seltenes Item. Ich werde es zu schätzen wissen. Das freut mich. Wir taufen es Kondom. Nein, Wache! Okay. Was macht das Wache? Ich glaube, es ist völlig egal. Moment, es hat geklingelt. Bis gleich. Okay, wir haben keine richtig fette neue Waffe bekommen. Das ist einigermaßen okay so, glaube ich. So, wir haben hier gespeichert. Dann speichern wir jetzt nochmal darüber, nur für den Fall der Fälle, dass ihr mir sagt, oh mein Gott, Bert, wie konntest du nur das vergessen? Du hast die beste Waffe des Spiels, die gleichzeitig alle deine Kreaturen aufs Maximum aufheilt und deswegen erst das Spiel schaffbar gemacht.
Ja, ich glaube... Moment, Optionen. So, wir machen den Schmarrn erstmal wieder aus und sagen... Zum Angriff! Ike, zwischen einer Waffe und ihrem Träger besteht eine gewisse Bindung. Ragnall ist eindeutig mit dir verbunden. Du kannst diese Seelenverwandtschaft spüren, oder? Ja, ihr habt recht. Hältst du Ragnall bereit? Gut. Nein. Ich denke, wir sind alle bereit. Die Lagus müssen sich dafür verwandeln. Ach so, aber ich vermute mal, sie werden... Natürlich können sie sich jetzt ganz einfach verwandeln im Kampf, aber nicht, wenn es wichtig wäre. Lasst uns anfangen. Bei der Macht von Turmskull. Naja, nicht ganz. Oh, wie heißt er noch gleich? Kurt Nager sieht wirklich aus wie Bahamut. Zumindest ein bisschen. Mein Tiba sieht nicht verwandelt aus. Gut, ich bin fertig. Puh, das war wirklich schwer. Ich glaube, ich muss mich ausruhen. Kommst du mir ins Bett, Kind? Oh. Mikaya, was ist mit dir? Du siehst gar nicht gut aus. Mir geht es gut, danke, Sothi. Was ist mit Yune passiert? Sie schläft. Sie möchte, dass wir hier übernehmen. Meinetwegen. Wenn wir alle bereit sind, dann lasst uns aufbrechen. Und zwar diese Tür hier! Mit aller Rohrgewalt! Vater! Oh mein Gott, er hat den Meister Properkopf! Kurt Nager, das hätte ich nicht erwartet. Ich kann also annehmen, dass du auf einen Kampf vorbereitet bist. Tiban, der große König der Falken. Wie oft habe ich es schon gesagt? Wie oft habe ich dich davor gewarnt, gegeneinander Krieg zu führen? Wagt es bloß mich, mir bloß nicht mehr Vorhaltung zu machen, vertrockneter alter Narr. Wir brachen den Eid, den wir unserer Göttin schworen. Wir hätten daraus lernen sollen, doch wir kämpften weiter. Jetzt müssen wir für unsere Vergehen bezahlen. Wir stellen uns der Verantwortung und nehmen Asheras Urteil an. Nein, ihr versteht nicht. Nicht der Krieg erweckte die Göttin. Es war mein Gesang. Das Kaldral der Befreiung hat die Göttin befreit. Ihr wartet nicht ernsthaft, dass ich das glaube. Wir werden hier geduldig auf die Strafe warten, die wir verdienen. Wenn ihr jedoch das Urteil nicht erwarten wollt. Ui. Er wird zu einem Super Saiyajin. Ohne Haare, vielleicht ein goldener Bart. Dann werdet ihr gegen den Größten unter den Drachen antreten. Er ist 3,12 Meter lang. Oh, da muss sich Tiban auf Sanaki stellen, um daran zu kommen. For Boss Time gegen König Kengis, nee, Desingi oder so ähnlich, Gar selbst. Oh, Nasir ist auch dabei und macht uns eine lange Nasir. Vater, nein, wir müssen nicht kämpfen. Es muss doch einen Weg geben, die Sache mit einem Gespräch zu lösen. Kurt, das ist zwecklos. Uns bleibt keine Wahl, wir müssen kämpfen. Wir müssen zur Göttin. Nicht einmal der König der Drachen kann uns den Weg zu ihr versperren. Oh, das ist richtig. Wir könnten um ihn herumlaufen. Wo kommen die alle her? Oh, Gott. Drill, Erfahrungsfähigkeiten. Speichern. Kann ich nicht? Doch, kann ich schon. Okay, dann machen wir das noch. Ja, hier kann ich dann nochmal drüber speichern, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Gut. Dann drillen wir mit Erfahrungsfähigkeiten Fräulein Mikaya noch ein kleines bisschen stärker und härter weiter, in der Hoffnung, dass sie ihre Geschwindigkeit ein kleines bisschen wieder weiter nach oben schraubt. Yeah, sehr schön. Langsam, aber sicher. So, ich speichere jetzt nochmal. Wenn das jetzt hier nicht mehr klappt, dann lassen wir das nämlich schön bleiben. Gut, also nochmal drillen, dann gucke ich mir gleich nochmal auf Screen die Fähigkeiten an, die ich bekommen habe. Oh, wir kriegen sie damit, glaube ich, insgesamt ganz schön auf Level 20. Nee, Quatsch, Level 19. Oh yeah, sehr schön, 28. Und damit ist immer noch nicht am Ende. Kriege ich sie nochmal weiter? Jawohl, auf Level 19, sehr schön. Und ja, das wird dann wohl oder hoffentlich reichen. Oh baby, yeah, sehr schön. Hoppala. Okay, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz hier rein, weil ich was gucken möchte, nämlich... Moment, ich muss mal kurz ran. Ehrlich gesagt, ich kann nicht identifizieren, wie viel da noch fehlt. Eventuell nur noch ein Punkt. Yay. Okay. Ansonsten wüsste ich jetzt wirklich nicht, wem ich dann das noch geben sollte. Aber, nein, nicht Position. War das Rüsten? Genau, Items. Ich gucke jetzt nochmal. Sanaki hat jetzt eine Stärke von 7. Ich könnte ihr noch 6 Stärke verpassen. Dann wäre sie genau auf den geforderten 16... 13. Für das Königsfeuer. Ja.
Ich glaube, das mache ich sogar. Ich wüsste nicht. Okay, Ike könnte natürlich noch Stärke vertragen. So ist es nicht. Aber ich glaube, er ist schon mit seinen Schwertern so gut aufgestellt, dass er das nicht braucht. Super. Wozu habe ich ihm das scheiß Kriegerschwert eigentlich gegeben? Dieser Penner. Jetzt gucke ich mal ganz kurz Elinchia. Ist das purgativ? Oder werden nur Waffen gesegnet und keine Dinger? Dann hätte ich ihr das Schwert geben sollen. Mann, ist das eine Kacke. Soll ich das jetzt nochmal neu laden? Ach, keine Ahnung. Ja, es leuchtet nicht. Ist okay, es sind nur Waffen, dann muss ich es also nicht, Ich hätte ihr verdammt nochmal, glaube ich, mindestens die Kriegerlanze, ja, das Dingsschwert. Aber das Dingsschwert, ja, das Kriegerschwert brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So, es hammert. So, okay, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte, aber egal. Ah ja, stimmt, Unterstützung nochmal ganz kurz gucken, dann mache ich den Rest offscreen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, let's... Oh, das habe ich vergessen zu tun. Super. Okay, schön. Beim letzten Mal vergessen zu tun. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Fire Emblem 10 Radiant Dawn, während wir auf der oberen Ebene gegen die Drachen antreten. Bis dann, ciao.